Egal, wenn sich gerade sowas macht wie Gigastoß, anstatt des Gigastoßes gibt es noch einen Kreideschrei. Und eine Konfusion zum Abschied, los. Auch ein Tackle mit zwei Kreideschreien, ja, macht unfassbar viel Schaden. Ich bin jetzt fast hier von meinem Stühlchen gefallen. Und Rocker. Der Rocker setzt einen Voltoball ein. Und Voltoball wird anal geraped von Colonel Johnny. Aber hey. Ist halt ein Boss, willst du machen? Du hast weggefuchtelt. Wird, denke ich mal, so ein bisschen ins Gelbe rein abzieht. Ach, oh, Volltreffer abziehen. Okay, aber Volltreffer. Volltreffer immer gern gesehen. Nehmen wir jederzeit mit. Da machen wir keine lange Geschichte draus. Und Kurzschluss ist gut. Das ist ein gutes Stichwort, denn Johnny ist gerade großartig ausgerastet, hat auch einen Kurzschluss und einfach mal das ganze Ding zerkloppt. Das war jetzt kein Volto-Ball mehr, das war ein Volto-Scheib. Volto-Scheib. Weil es so platt gekämpft wurde. Platt gewalzt. Okay. Ein Gentleman. Der Gentleman kommt an mit einem Voltoban. Mein Needle King fährt 210. Schwupp, das Voltoball hat's nicht gesehen. Ich gebe Gas. Und noch ein Volltreffer. Yeah. Und das Magnetilo. Ach komm. Was willst du machen? Psychokinese. Ha, schön wär's. Was kannten, außer Kraftreserve, was kannten Magnetilo-Magneten überhaupt gegen einen Nidoking machen? Ha, fällt mir jetzt gerade gar nichts spontan ein. Eigentlich nur Kraftreserve, Wasser oder Psycho oder Boden. Oder? Mehr ist doch, mehr gibt's auch noch nicht. Was die in ihrem Movepool haben, die haben keine Psycho-Angriffe. Ist natürlich auch interessant, mal zu wissen, also so was Counter angeht, aber ich bin ja nicht so versiert, was die ganzen Sachen angeht hier mit dem Competitive und Schnormative und Expeditive. Ich kämpfe da mehr so in den Tag hinein, nehme irgendwelche Viecher, die mir gefallen, was ich irgendwie so Botogel und hau da den Turbodreher drauf und Regentanz, weil ich in dem Team auch noch einen Libiskus habe, dass da mit dem Regentanz ganz schnell wird und die Kaskade dann fast schon viel Schaden macht. Ist auch schon mal vorgekommen, dass ich mit einem Libiskus einen. Oh, jetzt wird's kompliziert. Heatran, 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 Stahlfeuer, Pseudo-Geschlechter, legendäres getötet habe. Ist vorgekommen. Und zwar war das so, dass ich einen Libiskus als Lead hatte und der hatte ein solches Feuer-Stahlwesen als Lead. Ich habe erstmal Regentanz gemacht, während er das Setzen der Tarnsteine auf meiner Seite pflegte. Danach hatte ich dann die Kaskade, was ihn zurückschrecken ließ und über die Hälfte abzog, was dann genug war, um mit der zweiten Kaskade die Sache zu beenden. Und so habe ich, achso, mit einem Libiskus ein, ist doch schon besiegt. Heatran. Ich sage ja immer Heatran, ich als Ami. Okay, jetzt gucken wir mal. Die sind nebeneinander, über oder unterhalb, oder neben oder ober oder unterhalb, die Schalter, ne? Sie sind benachbart, sagen wir es so. Das weiß ich noch, das weiß ich noch. Okay, gehen wir mal ganz systematisch vor. Hier ist ein Hebel versteckt. Drunter oder rechts? Ist die Frage. Ich gehe rechts. Ah, verdammt! Ach Mann! 50-50 Chance. Das ist ein Gerücht. Okay. Komm schon. Okay, das wird jetzt richtig spannend. Währenddessen könnt ihr mal die Streifen sehen, die also auf dem Boden verstreut sind. Diese blauen Streifen auf dem orangen Untergrund. Und jetzt gehe ich ganz nach rechts, während der Hebel ganz links ist. Wollen wir mal eine Runde wetten? Es ist klar, selbst wenn das der Hebel wäre, wäre da kein Benachbarter.
Hier ist ein Hebel versteckt. Jo, mach mal. Schieß mal los. Okay, das Schloss wurde entriegelt. Yeah, wir sind die Kings. Das ist wie Mission Impossible, nur mit mehr Mülleimern und Pokémon und weniger Schüssen und mehr Idioten. So. Da haben wir noch unseren amerikanischen Punk-GI hier. Ach komm, lass uns direkt mal Johnny anfangen. Soweit wie er kommt, direkt mal reinfuchteln. Du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf herauszufordern, du Wicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er so abfeuert. Alter Ami, Major Bob, was nur? Aha. Der hat nur einen Reitschuh? Ich dachte, der hat noch ein Magnetilo oder sowas. Oder einen Elektroball oder irgendwas. Okay, dann nutzen wir das und machen Silberblick. Weil ich denke mal, außer Ruckzuckhieb oder Slam oder sowas wird er nicht viel gegen uns machen können. Dann machen wir nochmal einen Giftstachel und hoffen wir, ihn zu vergiften. Noch einen. Ach, mehr. Oh, es kann Mega-Hieb. That ass. Okay, und jetzt machen wir mal Fuchtler. Noch ein Mega-Hieb, aber wir überleben doch natürlich. Ja, genau. Und Fuchtler. Ach, Mensch, ach. Hätte ich beim ersten Mal vergiftet. Jetzt muss ich schon nicht dran glauben, weil ich Pech hatte. So ist es nun mal im Leben. Okay. Gamma. Der wird jetzt ja heilen, nehme ich an, oder? Nee, der heilt nicht. Boah, ich habe jetzt Ekelsesam gemacht. Ach, ich habe es angenommen, dass er heilt. Na gut, okay. Dann geht es halt noch eine Runde weiter. Mit einem Rankenhieb, nämlich. Edelsam, ja, bringt nicht so viel, aber Rankenhieb natürlich umso mehr. Und damit hat Gamma den Arena-Kampf gerissen. Sehr gut, Gamma, bin stolz auf dich. Schade natürlich, dass Johnny nicht beim ersten Giftstachel vergiftet hat. Denn dann hätte es zweimal Giftschaden gehabt und das hätte doch, glaube ich, mal gereicht, um es umzubringen. Gehe ich mal jetzt einfach von aus. Der Donnerwurm erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Mummy Hot Team 24. Oh yeah. So will ich das nämlich auch sehen. Und das heißt nämlich auch, wir können unser Maripen Donnerschock aufrüsten zu Maripen Donnerschock. Digitiert zu. Tut mir leid. Also. Ja. Maribel Donnerschock digitiert zu. Agumon. Nein, nämlich zu Maribel Donnerblitz. Jo, das nenne ich mal Boss. Okay, das heißt, wir unsere Spezialangriffsseite macht jetzt auch ein bisschen mehr Schaden. Dann haben sie es auch die Arena geschafft, wir gehen mal heilen. Klug, wie man sind heutzutage. Hier unten, ganz unten haben sie sich versteckt. Oh, ich freue mich schon auf unseren letzten Slot. Der werte Herr wird wahrscheinlich schon wissen, dass er gemeint ist, ne? Gehe ich mal von aus. Nicht umsonst geskypt. Jo. Heilen. Marine. Wofür wirst du denn bezahlt? Kleine Schnecke. Danke, jo. Danke, ja, danke, ne? Nochmal vielen Dank, dass du die. Ja, mach ich. Okay, danke. Dankeschön. Okay. Was nun? Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie jetzt nach rechts weiter oder was so wie? Ach man, ich weiß es gar nicht mehr. Oder über einen Diktatunnel. Ach komm, wir gehen einfach mal durch den Diktatunnel durch. Ans andere Ende. Jo, cool.
coole Hörn, die hört, werdet ihr bestimmt nicht hören, gehe ich mal von aus, ganz fest, dass ihr die nicht hört. Ich höre gerade diese coole Höhlenmusik aus der ersten Generation, dieses Düm, 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 als erstmal ein Kampf. Da höre ich natürlich keine Höhlenmusik. Okay. Joni. Joni macht mal den Fuchtler. Nehmen wir einfach mal mit. Von den nächsten Diktas werden wir einfach flüchten. Ach, okay. Ach, schön. Ach, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich nicht kommen sehen. So wie es kam. Aber trotzdem ist erstmal Hagino dran. Joa, ist ja total hinten runtergefallen jetzt hier. Ich meine, die ist vom Level her jetzt nicht, aber die habe ich jetzt gar nicht gesehen die ganze Zeit. Ganz nur die anderen dran gekommen. Mein kleiner Schmetterling. Konfusion. Ja, trägt ihren Namen nicht umsonst. Denn das werte Wesen ist verwirrt und in dieser Verwirrung sieht es keinen anderen Ausweg, als sich direkt mal selbst die Kralle in den Leib zu rammen. Mein Tackle geht daneben, doch es gräbt sich ein, das finde ich natürlich fantastabulös. Ich verschwende einfach mal einen Gistpuder, weil irgendwas muss jetzt daneben gehen. Und es beledigt. Es beledigt sich selbst. Es besiegt und erledigt sich selber. So wollte ich doch sagen. Okay. Mission complete. Würde. War das Falco oder Fox von Super Smash Bros. Mission complete. War glaube ich Falco, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Land of Confusion, sagte schon Genesis. Und Hagino folgt diesem Vorbild. Und macht ihr eigenes kleines Land auf in diesem Pokémon-Kampf. Jo, das war jetzt echt ziemlich behindert und es geht weiter. Und wir sind durch. Und reden hier mit Ingalf. Ja, Ingalf heißt der. Der ist damit selbst nicht so glücklich mit diesem Namen. Und der labert, was laberst du? Der labert von Blitz hier. Interessiert mich. Ah, okay, wir haben jetzt den Zerschneider, stimmt. Hier bekommt man einen Pantymos, soweit ich weiß, oder? Hm. Ja, ist doch gut. Hier, du hast doch. Sieht immer aus wie so ein Bierglas oder wie ein komischer Bart. Ich erkenne da nie einen Gameboy. Genau. Also hier kann man ein Pantymos kaufen, tauschen, wenn man das denn will. Ich jetzt mal nicht. Denn ich habe ja schon einen Psycho-Experten. Wir haben schon genug Kinder entführt. Nein, natürlich nicht. Man hat nie genug Kinder entführt. Aber wir haben ja schon einen Entführer im Team. Deswegen brauchen wir nicht noch einen, der sogar noch gruseliger aussieht. Also ich finde, Pantymos ist absolut gruselig, aber dadurch auch extrem cool. So, jetzt sind wir oben am Vertania-Wald, ne? Nee, hä? Ach so, wir sind jetzt einfach in irgendeinem. Okay. Von mir aus. Mach ich mit. Nehmen wir alles mit. Und einen Mondstein. Da können wir Nido King zu Nido Kaiser machen. Das war damals so eine kleine. Ja, Legende. Ein Gerücht, das in der Grundschule damals bei uns umging, dass man Nido King zu Nido Kaiser machen kann. Das war, haben alle gerätselt, wie das geht. Tauschen, während sie Mondstein trägt oder irgendwie sowas. Ganz, ganz absurd. Oh, 10 verschiedene gefangen. Ja. Ah, 11. Ah, ha. Knapp daneben. Knapp drüber ist auch nicht daneben. Ah, okay, anderes Problem. Ach ja, Generation 1 ist so lustig. Was sagst du? Jo. Ich lach mich schlapp. Kein Platz. Ich lach mich schlapp.